Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit dem Doktor und der Alba in ihrem tierisch wilden Abenteuer. Wir stehen noch am Zugang der Burgruine. Da haben wir in der letzten Folge viel gebaut und viel fotografiert. Jetzt hat Ineth uns angeschrieben und mitgeteilt, dass wir zum Hühnerhof kommen sollen. Den seht ihr da mit dieser Sternchenmarkierung markiert im Westen. Da geht's jetzt hin. Ist ein etwas weiterer Weg. Wir gehen direkt los. Oh, er sitzt noch hier. Man kann sich dazu setzen. Oh, keine Lust mehr. Ist auch noch Müll. Sehr gut. Da hat sich der Feldhase hier in dem Sixpack diesmal verhakelt. Dann räumen wir hier eben auf. Das können wir auch noch reparieren. So, da haben wir doch bestimmt. Ich glaube, da haben wir alle Bilder. Von diesen Tieren. Mal schauen. Das ist doch er hier. Diese Grasmücke. Der Grünfink. Den Feldhasen haben wir auch. Was ist denn der bunte Vogel da? Und den haben wir aber nicht. Doch, der Bienenfresser. Sehr gut. Okay, dann haben wir das. So, der Hühnerhof. Ach, da unten ist der Hühnerhof. Sie hier macht den ganzen Tag auch nichts anderes. Die Elena, hör auf deinen Körper. Atme ruhig weiter. Okay. Hier helfen. Hat sich die Möwe verfangen im Sixpack-Halter. Im Müll verhedderte Tiere von WRLAI gerettet. ...31 Petitionsunterschriften. Ach, da hinten sehe ich Ines. Gucken, was sie so zu sagen hat hier. Die Clara, super, du hast den Wiedehopf gefunden. So ein prächtiger Vogel. Sieh dir nur die Federhaube an. Jetzt muss ich wieder dran denken, dass ich immer noch nicht die Effe, Stockente gefunden habe. Boah, es wird immer größer hier. Soll ich die zwei nochmal anquatschen? Ein paar Informationen aus ihnen rauspressen. Ah, er hat schon den. Ja, der Narcos-Mensch hat schon den Geldkoffer in der Hand. Ah, hallo. Du bist also das kleine Mädchen, das bei der Rettung des Delfins geholfen hat. Ich stecke mitten in einem wichtigen Geschäftstreffen. Aber wir sehen uns bestimmt wieder. Genieß deinen Aufenthalt auf Sekaral. Und der Paco sagt, gut, wie ich gerade gesagt habe, wären 5 weitere Stockwerke.
Die haben Großes vor, die Jungs. Wir gehen mal weiter zum Hühnerhof. Ach Mist, der Eingang ist doch da vorne. Dann kann man hier, naja, wenn man Zeit. Ich schaue mich noch mal kurz um. Vielleicht sehe ich ja noch irgendetwas. Sieht aber nicht so aus, so. Ha, da geht's rüber. Mal für Stimmung sorgen hier. Das ist Ineth. Alba, potenzielle Lux-Sichtung. Irgendwas hat ein Huhn von Eloy gefressen. Hey, Senior Eloy, hast du gesehen, was für ein Tier dein Huhn geklaut hat? Tut mir leid, ihr zwei. Ich brauche kurz. Könntet ihr mir helfen, den Zaun zu reparieren? Ich will nicht, dass noch ein Huhn geklaut wird. Hab meinen Werkzeugkasten bei der Orangenfarm vergessen. War ein harter Tag, das sag ich euch. Okay, dann helfen wir ihm mal eben. Das ging fix. Danke ihr zwei, gute Arbeit mit dem Zaun. Ihr habt meine Tiere jetzt schon zweimal beschützt. Jedenfalls bricht immer wieder irgendein wildes Tier hier ein und klaut meine Hühner. Und ich bin's ganz sicher nicht. Hast du gesehen, was das für ein Tier war? Etwa ein Luchs? Ich würde echt gern helfen, aber ich habe keinen Schimmer. Wisst ihr, ich sehe im Dunkeln nicht so gut. Hab die Hühner nur gackern hören und direkt danach, zack, da war eins von ihnen auch schon weg. Faszinierend, das hat Luchspotenzial. Alba, ich wette, das Tier hat Spuren hinterlassen. Werden wir investigativ hier. Finde die Luchsspur beim Hühnerhof, ja. Da geht's doch direkt weiter. Folge der Luchsspur. So, die Federn von der Beute. CSI Sekaral, sag ich nur. Das sieht nach einer Hülle aus. Oh, wie aufregend. Das Zuhause unserer geheimnisvollen Tiers. Das Zuhause unserer geheimnisvollen Tiers, okay. Das muss ein Luchs sein. Stell dir nur vor, wie überrascht dein Opa aussehen wird. Jetzt verstecken wir uns und warten auf den König des Waldes. Okay, wo verstecken wir uns jetzt? Es funktioniert. Da kommt was. Das ist aber mehr ein Fuchs. Ein Fuchs. Kein Luchs, aber trotzdem super cool. Schnell, scanne den Fuchs, aber geh nicht zu nah ran.
Hühnerdieb bis in seine Höhle verfolgt. Füchse haben einen Bau, keine Höhle. Dämliche Zeitung. Aber es hat total Spaß gemacht. Jetzt muss ich leider los, das Essen ruft. Oh, warte. Alba, aufgepasst. Morgen ist Freitag. Das ist unsere letzte Chance. Wir müssen die Unterschriften für die Petition zusammenkriegen. Der Mund des Bürgermeisters wird bis zum Boden aufklappen auf Nimmerwiedersehen-Hotel. Bis morgen, Alba. Das wird so aufregend. Ah, da ist er, der Lux. Aber hat Alba nicht gesehen. Und weg ist er. Mein Freund dachte, er hätte einen Sichler in den Reisfeldern gesehen. Kannst du dir das ansehen? Okay. Haben wir schon. Okay, die Reisfelder sind da, so meine ich, ne? Reisfelder, genau, da gucke ich wieder drauf. Ja, dann gehen wir da hin. Deine Abuela kocht Abendessen. Wir sehen uns zu Hause, schreibt Opa. Okay. Zeit verfliegt ja doch schon ganz schön schnell hier, du. Anscheinend treibt sich hier irgendwo ein Sichler rum. Aber in diesem Reisfeld ist er nicht. Vielleicht in einem der hinteren. Okay, okay, okay. Ein Sichler. Das ist so ein Reiher. Was sagt sie so? Dolores, du suchst also nach einem Sichler. Ich glaube, dass sich in den Reisfeldern viele Vögel tummeln. Guck mal beim hinteren Ende nach. Dort ist es am ruhigsten. Das sind die Flamingos. Gucken, wenn ich ranzoome, ob da was geht. Das ist klein. Wer seid ihr nochmal? Ah, ich vermute, das sind die Sichler. Der war nicht ganz drauf, so. Brauner Sichler. Check. Farbenfroher Neuzugang für Sekarals Tierwelt. Die Jungs da hinten, die kennt man, ne? Wow, also das... Also war da wirklich ein Sichler, jo. Da war wirklich ein Sichler. So, Essenszeit. Entdeckte Tiere. Da sind wir jetzt schon bei der 50. Reparaturen im Naturschutzgebiet. Könnten wir eigentlich auch nochmal eben auf dem Rückweg hin und gucken, ob wir da was tun können. Kenn ich den schon? Ja. So eine Gebirgsstelze, okay. Könnte man noch so eine Brücke aufbauen?
pirsch ich mich hier nochmal ran. Ja, ist eine Schnabelente. Ich frag mich ja wirklich, wo diese Stockenten sind, Mensch. Da hinten, was ist das für einer? Da ist doch einer. Jawollo. Flussseeschwalbe und die Korallenmöwe fehlten hier noch. Korallenmöwe, habe ich die nicht? Da, also doch. Nee, Flussseeschwalbe habe ich in der Tat noch nicht. Sieht man nur so ein bisschen vom Gefieder. Hier hinten so einen schwarzen Absatz. Oh, den können wir auch noch nicht, glaube ich. Gucken. Stelzenläufer. Das sind alles Stelzenläufer. Ja, auch, ne? Ja. Naja, dann sammle ich mal eben so ein bisschen Müll hier auf. Wo ist denn die Flussseemöwe? Sieh mal, die hat da hinten was Schwarzes. Da ist eine Korallenmöwe. Okay. Das ist die falsche Möwe. Ja. So, wer ist er? Juanito. Hallo, wer? Ich weiß, wer du bist. Aus der Zeitung. Ich bin Juan, ich bin Juanito. Ich habe gehört, dass du dieses furchtbare Hotel verhindern willst. Das ist echt cool. Leider bin ich nicht alt genug, um Petitionen zu unterschreiben. Aber ich würde gern helfen. Bestimmt kann ich irgendwas tun. Naja, viel Glück jedenfalls. Wir sehen uns, oder? Tja, keine Flussseine weit und breit, die würde mir jetzt noch fehlen. Die hier kann ich auch. Folgen End, okay. Oh. Ich hab mich selbst eingesperrt hier. Die habe ich nicht getroffen. Aber, sie hockt noch da, sie hockt noch da, sie hockt nicht mehr da. Komm, ich gehe näher ran. Oder ist das dieselbe hier? Ja. Die gleiche, besser gesagt. Das könnte sie sein. Ne, Mittelmeermöwe. Okay, schon wieder eine ganz andere. Aber gut, die habe ich im Kasten. Hm.
Da fehlt noch die Tafelente. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob ich die hab. Ne. Das müsste Kolbe sein. Ne. Das wird die sein. Tafelente, cool. Katsching. Machen wir das auch. Vogelbeobachter suchen nach Enten. Hier kommt Erika. Oh, hallo, du musst Alba sein. Ich bin Erika. Sieh mal, wie viele Entenarten es gibt. Das war mir gar nicht klar. Dieses Schild ist wirklich praktisch. So. Ja, einige wenige Aufnahmen fehlen mir noch. Die haben auch irgendwie nie Feierabend. Tut mir leid, ich muss diese Gesundheits- und Sicherheitsbeurteilung fertigstellen. Und Kinder auf einer Baustelle sind gar nicht gesund und sicher. Punkt 1, endlich. Alle Zäune. Aufstellen. Guck mal, er ist wieder nicht so gesprächig. Hm, was hast du gesagt? Hm, vielleicht hat er immer mit den Gehörschützern recht. Er sagt immer dasselbe. Den haben wir noch nicht, cool. Eine Tannenmeise ist es. Da ist wieder der Fuchs. Aber ich denke, ich bin bereit fürs Abendessen. Das ist die Katze, die Hauskatze, die wir schon haben, ne? Ja. Türkentaube. Oh, okay. Hier gibt es nichts Besonderes mehr zu entdecken, wie es aussieht. Verflixt, es wäre so episch gewesen, den Luchs zu finden. Ein Fuchs ist auch cool, aber du weißt schon, ein Luchs. Naja, aber es gab viele Unterschriften. Wir brauchen nur noch ein paar. Dann heißt es Tschüss Hotel und willkommen zurück nach Naturschutzgebiet. Was sagt Pepe? Ich sag ja immer, nach einem Tag voller Höhen und Tiefen geht nichts über ein Abendessen mit der Familie. Oh, sehe ich auch so. Deswegen gehe ich jetzt mal dahin. Buenas noches, Bonica. Unsere gemeinsame Zeit bei der Burg hat mir sehr gefallen. Und wie lebendig es dort mal wieder war. So viele Leute haben geholfen oder vorbeigeschaut. Ich habe endlich eingesehen, dass ich falsch lag. Das Naturschutzgebiet ist viel wichtiger als ein Luxushotel. Wir können unsere Probleme selbst lösen. Wir brauchen keinen Paco.
Apropos, ich habe ihn und den Bürgermeister streiten sehen. Vielleicht erkennt der Bürgermeister langsam die Wahrheit. Falls nicht, wird er definitiv morgen Nachmittag wachgerüttelt. Wenn du ihm die WRLAI-Petition überreichst. Aber eins nach dem anderen. Du hast sicher Hunger. Wollen wir essen? Ja. Du kannst dich freuen. Die Tortillas deiner Abuela sind unfassbar. Beeilen wir uns, sonst ist dein Abuelo noch alles auf. Ja, das war der Donnerstag. Okay, Leute, mit Blick auf die Uhr ist die Zeit für diese Folge auch schon wieder ausgeschöpft. Wir beginnen den Freitag in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.